Grüß Gott miteinander hier beim DSV. Ich bin der Wolfi und wir machen mit unseren kleinen Golems weiter. Und zwar buddeln wir hier voll das Eiserz weg. Und dann würde ich sagen, sollten wir auch hier verschwinden. Denn der dunkle Sturm kommt langsam wieder. Aber ich finde, wir haben ja eigentlich hier jetzt ziemlich viel abgebaut. Das hat eigentlich gut geklappt. Ich überlege jetzt gerade, von der Waffe sind wir eigentlich gut gerüstet. Die hier oben muss noch fertig gebaut werden. Dann haben wir aber zumindest mal wieder genug, dass wir hier eigentlich weg können. Der Eisherzofen läuft, dann wollte man das hier ja noch durch Holz ersetzen. Hier kommt keiner hin. Muss ich mal gucken. Was ist Problem? Vielleicht kann ich, wenn wir das dahin bauen, vielleicht können sie von da dann darüber springen. Stein haben wir den aktuellen. 22, okay. Genau, das ersetzen wir jetzt. Oben stellen wir mal noch ein, welche Waffenmunition. Genau, die normale Holz benutzen wir nicht. Dann müsste man auch neue Golem dazu kriegen. Das macht uns das Ganze hier vielleicht wieder ein bisschen leichter. Uns fehlt halt viel Kohle und das müsste man. Wir haben jetzt hier einen Haufen Eis angehäuft. Und im nächsten Biom müsste es dann tonneweise Kohle geben. Ich glaube, das Eis lassen wir jetzt voll. Ich muss so gucken, dass wir hier jetzt wegkommen demnächst. Genau, wenn das gebaut ist, müsste sie da eigentlich hinkommen. Ja, das funktioniert. Ja gut. Also ihr seht, ich könnte auch hier überall durchbauen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn ich das hier jetzt miteinander verbinden würde, dass dann die Belastung von dem Stein her zu hoch wird. Aber das müssen wir mal später gucken. Ich habe auch keinen Mehrwert aktuell davon. Also das bringt mir jetzt keinen Mehrwert hier. Die Treppe ist ja auch weggehagelt. Und da liegt noch Eis. Ich hoffe, es holt noch jemand. Abbauen muss ich ja nichts mehr. Mein Bohrer habe ich auch wieder eingepackt. Jetzt, da ich wieder alles eingepackt habe, ich weiß gar nicht, wo ich den habe, dann müsste ich irgendwo hier im Lager liegen. Oh, ich bin blind, ich sehe ihn gerade leider nicht. Genau, mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen, durchsortiere. Sehr gut. Oh, es liegt ja immer noch zwei Eise da unten. Ich will doch weg. Ach, da ist ja doch der Bohrer. Hendrill. Den ein eigenes Lager wäre vielleicht auch ganz clever, dass ich den immer wieder finde. Ich muss den jedes Mal wieder suchen. Genau, bring das Eisen mit und dann Abflug. Brauche auch Kohle für den neuen Ofen. Eise haben wir denn bisher 21. Okay. Ah, seht ihr, jetzt kommt der dunkle Sturm. Das heißt. Tschüss. Weg hier.
Aber waffentechnisch glaube ich, zu mir wollte die hier mal deaktivieren. Guck, wie weit wir mit der Net 3 hier kommen. Die hintere Schalter mal einfach dazu, wenn man merkt, es wird zu hart. Stein haben wir denn noch 28, das heißt, es würde fast für den nächsten Turm reichen. Müssen wir gucken, dass wir später auf jeden Fall ein bisschen Stein noch abbauen. Holz wäre eigentlich auch ein bisschen mehr noch nicht schlecht. Also Holz, Stein und Kohle wäre so jetzt wichtig eigentlich, um uns ein bisschen voranzubringen. Also das seht ihr jetzt auch, die schießen viel schneller und der Schaden ist viel höher. Die rote Balliste hier. Wo war's denn? Die rote lohnt sich viel mehr wie die normale. Also die haben deutlich höhere Schaden und deutlich höhere Feuergeschwindigkeit. Wir brauchen deswegen natürlich auch viel mehr Munition und die höhere Feuergeschwindigkeit. Mal ein bisschen im Auge behalten. 71 Schuss haben wir noch. Aber gefühlt kommen wir mit zwei eigentlich ganz gut zurecht. Die dritte brauchen wir vorerst mal nicht. Wir können jetzt auch einen Golem holen, aber ich warte mal ab, bis der Kampf vorbei ist. Vielleicht können wir sogar einen Golem uns holen lassen, der mehrere Seele hat. Oh, kurzer Lag. Ich glaube, da war irgendwie was verstellt. Ich habe gerade kurz Pause gedrückt. Aber wir haben nichts verpasst. Wir sind immer noch bei 5 Kilometer gewesen. Das passt. Boah, wieso schießen die so viel daneben? Jawohl, Paralleltreffer. Oh. Ach, Gott sei Dank den hinteren noch erwischt. Auch wieder daneben. Die Technologiepunkte sind halt die, auf die ich so scharf bin. Dass wir ein bisschen vorankommen. Wir hier im Eisen mal durch. Und, hier mit ja, als nächstes erstmal auf die Stromherstellung gehe. Mensch, schieße doch nicht alles daneben. Das kostet mich noch alles. Rohstoffe. Ja, sicher. Der Tribok, der hat sich jetzt mal richtig Mühe gegeben gerade. Aber theoretisch müsste die an der Werkbank, genau, die fangen ja schon an, Munition herzustellen. Aber wir haben hier von 75 haben wir uns hier schon 40 runtergeschossen. Kann sein, da muss ich mir überlegen, ob ich mir tatsächlich mehr von den Ballistebolzen und den Steinballisten doch noch ein bisschen mehr ins Lager lege. Ich glaube, das können wir gleich mal machen. Das erhöhen wir mal auf 95 vielleicht, ne? So, oder mehr auf Lager. Und die Gegnerwelle werden natürlich auch noch besser. Und wenn die dritte noch mitgeschossen hätte, die dritte Balliste, dann wäre hier doch einiges weggegangen an Munition. Oh, aber dass die auch wirklich immer perfekt die Lücke treffen, wo der Gegner nicht ist. Gibt's doch gar nicht. Hier wieder richtig schön durchgeschossen. Auch jetzt nehmen wir doch mal noch zwei Treffer mit. Muss ich hier doch wieder auf manuelles Schießen steigen. Ja, das war's. Wir haben kein Damage bekommen, kein Schaden. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir einen Golem spawnen können. Tatsächlich. 1, 2, 3 Seele. Spawn.
Was kann der jetzt? Okay, das ist schlecht im Transport. Machen wir das einfach aus. Dann ist der Koch sehr gut. Machen wir da eins weg. Und in der Produktion ist der auch sehr gut. Dann haben wir hier einer, der jetzt für Koma entlastet sozusagen. Wobei wir immer hier... Moment mal. In Produktion könnte ich eigentlich schon zwei Stück brauchen, die viel produzieren. Aber ich habe immer viel zu produzieren eigentlich. Hier muss hier an der Schmelze muss jemand arbeiten, am Zement muss jemand arbeiten, Sprengstoff muss jemand herstellen. Da muss jemand Munition produzieren. Also zwei Stück, die sich auf Produktion fokussieren, ist mir glaube ich nicht so verkehrt. Oh, hier gibt es sogar Sprengstoffmaterial. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Da was glitzert. Das finde ich erstmal nicht offensichtlich zumindest. Gehen wir hier mal in die Tiefe. Und meine hier erstmal schon ein bisschen durch. Das ist weg. Oh, hier glitzert auch was. Sehr gut. Oh ja, der ist langsam. Die Produktion mag ja gut sein, aber der ist sehr langsam. Deswegen ist der Transporter hier ein bisschen ungeeignet. Genau, wir holen uns hier mal ein bisschen Holz. Priorität hier jetzt noch, die habe ich schon drin. Cooking und Production. Vielleicht passe. Ich überlege gerade sogar, ob wir das nicht so machen, dass wir. Was mache ich denn? Mit dem, wenn wir da das Cooking. Obwohl, nee, das ist okay. Nee, das ist okay. Dann müssen wir den mal noch benennen. Dann haben wir hier da. Hey. Oh, das passt gar nicht. Dann ist es einfach der Gray. Schreibt man den mit E oder mit A? Komme ich mal kurz ins Straucheln hier. Ich überlege gerade, wenn wir oben durch gemeint haben, könnten wir hier unten auf das Glitzerzeug gehen als nächstes. Sieht aber eher so aus, als ob da eine Ader wäre. Oder wir haben vielleicht sogar Glück. Meine Gray schreibt man mit A. Passt sogar zur grau-weiße Maske. Hier gehen wir mal noch tiefer. Ah, Sprengstoff scheint es echt viel zu geben. Und da kommt das erste Kohle, was wir dringend brauchen. Und Stein wollten wir auch noch abbauen für den weiteren Turm. Ich hätte halt gern noch mehr Zement. Zement wäre mir am wichtigsten. Da setzen wir noch einen Zementblock auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich hier unten gerne mal das durch Zement ersetzen oder vielleicht sogar durch Metall. Weil das Metall hier nicht so gut war. Bearing Strength 600. Das ist 100 mehr, aber das hier hat 900. Das wäre eigentlich richtig gut. Das hier wäre schon richtig gut. Es braucht aber auch Gold. Gold und Eisen. Vielleicht finden wir auch mal Gold. Ich glaube, wir werden auch mal richtig in die Tiefe gehen jetzt.
Da wir jetzt auch Sprengstoff abbauen können, das mal. Haben wir vielleicht ein bisschen Glück. Wir können auch mal ein paar Bomben bauen. Also Holz werde ich hier auf jeden Fall noch mitnehmen, weil wir brauchen ein bisschen Holz noch für... Ach, guck mal, hier drüber gibt es auch noch Holz später. Ich brauche Holz für unsere Pfeile. Unsere Ballistepfeile. Weil eher das Gefühl, mit nur einem Miner sind wir ein bisschen zu langsam. Wobei wir jetzt wenigstens zwei haben, die was kochen und produzieren. Das entlastet uns, glaube ich, schon ziemlich stark. Genau, und da Wolfi ja der ist, der baut und ich nichts baue, wird er wahrscheinlich uns sich bald beim Mining anschließen, oder? Da können wir die Production rausnehmen und da setzen wir den beim Miner mit rein. Weil wir haben jetzt zwei Stück, die eigentlich überwiegend sich aufs Produzieren fokussieren. Dann haben wir noch einen, der ein bisschen mitminert. Da gibt es auch Sprengstoff dahinter. Ja, das sieht nach Kohle aus da. Das werden wir uns auf jeden Fall auch greifen. Gray Miner da ein bisschen. Der ist wirklich sehr langsam. Dafür ist halt eine Produktion extrem schnell. Der ist ziemlich spezialisiert halt. Hier haben wir wirklich viel Kohle. Das werden wir alles ausschöpfen da unten. Shabi wird auch mal die erste Nahrung ernten, denke ich. Oh ja, da haben wir richtig schöne Kohleader getroffen. Ist auch Kohle hier? Nee. Und dann haben sie mal da drüben fertig. Dann machen wir mal das jetzt noch weg. Komplett. Dann machen wir da ein bisschen Stein dazu. Ich glaube, hier fangen wir auch mal an. Ja, wir brauchen jetzt nämlich Kohle. Dann fängt nämlich unser Kochprozess mal an dahinter. Dann können hier oben mal die Öfen laufen. Oder kommt da Zement da unter? Da haben wir richtig gute Ader getroffen hier. Und da oben glitzert sogar was. Deshalb gehen wir auch hin. Bauen wir noch ein bisschen Holz ab, weil ich darauf eigentlich verzichten kann. Ich habe nämlich gerade gesehen, da gibt es ja irgendwo noch einen Baum später. Genau, da bringt uns auch wieder 10 Holz. Und wir haben eigentlich nicht so einen riesen Holzbedarf. Wir brauchen Holz aktuell nur fürs Kochen und für die Speere. Aber wenn wir auch hier oben anfangen zu kochen mit der Kohle, dann brauchen wir eigentlich nahezu gar kein Holz mehr. Sehr gut, jetzt können wir Stromtechnologie mal freischalten. Da braucht man auch Kohle dazu, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann bauen wir hier mal auf Stein weiter.
fehlt noch eins. So. Dann setzen wir da die Leiter noch dran. Und das hier unten müsste ich demnächst mal durch Zement ersetzen, aber ich glaube, ja, noch kann das ganz gut tragen. Ach ey, wir haben hier eine riesige Steinader entdeckt. Okay, sehr gut. Dann werde ich mich jetzt nicht mehr auf Stein konzentrieren. Ja, das hier können wir uns sparen. Dann bauen wir hier später einen Steinbohrer hin. Das Stein baue ich voll ab hier. Stört ja jetzt mal nicht. Und dann setzen wir hier mal einen Steinbohrer ran. Weil ich glaube, das mache ich sogar gleich. Ja, komm. Greifen wir doch drauf und dann setzen wir hier den Bohrer hin. War hier oben irgendwo. Da. Genau, dann bauen wir hier einfach die Steinader ab. Aber ich glaube, das ging schneller. Der Bohrer ist viel schneller, wie wenn man den Stein von Hand einzeln aus dem Berg haut. Oh ja, hier gibt es wirklich viel Kohle. Sehr schön. Sprengstoff können wir auch noch ein bisschen abbauen. Ich glaube, das können wir auch hier drüber holen. Oder wir hauen uns hier noch mal ein bisschen Sprengstoff aus dem Berg. Die Kohleader wäre auch was Schönes. Also Kohle wurde direkt verfeuert hier oben. Wir haben es direkt verfeuert. Wie es reinkam, wurde es wegverfeuert. Aber ist ja gut, das heißt, wir kriegen auch hier unser erstes Eisen mal. Das brauchen wir jetzt auch demnächst. Ich glaube, hier oben können wir den Stromgenerator draufsetzen. Ich muss da mal gucken, wie hoch der ist, weil vielleicht machen wir dann hier das nicht. Weil der Stromgenerator, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo war er denn? Bei Energie, genau, den kann man glaube ich nicht in der Raumstelle, den muss man ins Freie bauen. Ja, ja, der muss ins Freie, genau. In der Räume geht er nicht. Ja, okay. Dann stellen wir den hier oben drauf. Ins Freie. Da könnten wir noch eine Ebene reinziehen. Das könnte man noch nicht so eine Mittelebene. Nur mal gucken. Den hier kann ich halt wahrscheinlich. Oh doch, der wäre hier auch reingegangen. Ah ja. Der ist nur 2 hoch. Okay. Überleg jetzt gerade, den könnte ich hier reinbauen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Hier auf jeden Fall mal die Holzebene dazwischen rein und dann können wir hier unsere gezielte Nahrungslagerung aktivieren, dass wir hier ein Lager bauen, wo das ganze Nahrung reinkommt und hier dann auch der Nahrungsofen zum Kochen reingeschoben wird. Genau, dann möchte ich eigentlich hier Nahrungslager, dann sagen wir hier mal alles aus. Wir machen hier eine höhere Priorität und sage, alles, was mit Nahrung zu tun hat, kommt hier rein. Genau. Das heißt, jetzt wird hier Nahrung reingestopft und sollte das Nahrungslager voll sein, dann wird eine andere Lagernahrung reingebracht. Man sieht auch, Schabi holt jetzt aus jedem Lager hier die Nahrung raus. Packt sie erstmal da rein, weil da halt die höhere Nahrungspriorität ist. Genau, und dann tun wir den hier. Den Ofen bauen wir hier oben hin. So, dann bräuchte ich hier noch mal ein Licht.
setzen wir das einfach dahin und dann können wir eigentlich sagen, wir machen hier auch wieder ein Lager. Ich sage dem Lager auch alles aus. Höhere Priorität und wir lagern hier auch Kohle ein. Ja, doch, so müsste eigentlich funktionieren. Jetzt haben wir unser erstes Brot, was uns die Geschwindigkeit bringt. Oh ja, das sieht man jetzt. Uiuiui, ist der schnell. Da hat er 50% Speed kriegt, weil er Brot gegessen hat. Da wird fleißig Stein gemeinert, sehr gut. Bauen wir da mal noch eine Leiter hin. Meinern das ja da weg. Hier drüben warten wir mal. Hier wird sich jetzt erstmal halt auf den Stein fokussiert, das ist ja okay. Hier unten wird jetzt die Traglast wahrscheinlich immer schwerer, genau, weil wir hier halt immer mehr dazu bauen. Stein wiegt halt auch viel leider. Was wir als nächstes brauchen, sind die Farmen, um Nahrung herzustellen. Haben wir da eigentlich schon die Technologie? Nein, das wollte man eigentlich machen. Mist, das habe ich jetzt verpennt. Aber wir haben aber Glück, dass es hier das mal Nahrung gibt. Und zwar nicht so knapp, so wie es aussieht. Aber dann müssen wir als nächstes die Farmen angehen. Wichtig war halt, dass die Farmer, die nehmen so einen Block ein, das heißt, man braucht drüber nochmal zwei Plätze, um zu laufen. Das heißt, da wo ich nur zwei Höhe frei habe, so wie hier, da kann ich keine Farm hinbauen. Es müssen mindestens drei sein. Ich glaube, hier sind es drei. Ja, da könnte ich zum Beispiel Farmer reinstellen. Und hier dann auch. Da oben. Ich weiß nicht, ob das Licht vielleicht sogar die blockiere. Ne, es blockiert ihn nicht. Wir können es auch noch. Ja, dann dürfte das kein Problem sein. Da könnt ihr mal Brot essen hier, dann wäre er ein bisschen schneller. Ja. Hier wird weiter Kohle gemeinert. Ich glaube, wir graben uns hier rüber. Springen uns dann da später mal durch. Ich lege hier mal eine Bombe hin oder so, damit wir hier irgendwie runterkommen. Da bauen wir die Bombe dann später hin. Wir haben fast den 80 Stein hier weggebohrt. Das geht ja richtig schnell hier. Und da haben wir eine Uhr gefunden, sehr gut. Und da ist sogar noch mal was. Mal abwarten, was man da findet. Vielleicht können wir auch so ein Artefakt wieder nutzen. Was brauche ich denn? Ein wichtiges Artefakt wäre später auf jeden Fall, da können wir eine Kanone bauen. Oder oh, könnte ich mir auch lang gucken. Steinkanone. Wo war es denn? Genau, Precision Gearbox, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube hier auch später, oder? Precision Gearbox, ja.
Okay. Wenn wir aus der Uhr eine Precision Gearbox kriegen, behalten wir die. Wenn wir ein Zahnrad bekommen, behalten wir das auch. Alles andere werden wir jetzt erstmal dann lieber auf Technologiepunkte setzen. Es fehlt jetzt halt gerade Chabi, der das Zeug abtransportiert, weil der lieber Nahrung erntet. Und wir haben hier nochmal eine Steinader mit 80 Steinen. Ach hey. Aber die bauen wir jetzt erstmal nicht ab. Braucht nicht. Nutzt mir jetzt nichts, so viel Stein braucht. Das kriege ich ja gar nicht verbraucht. Nee, da nicht. Noch die zwei hier oben weg. Wie viel haben wir denn aktuell nieder? Ja, das sieht auch gut aus. Da kommen wir gut vorwärts. Aber ich würde sagen, für die Folge war es das. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ade.